Matthäus Kapitel 2 fährt direkt mit der Weihnachtsgeschichte, wie wir sie kennen, fort und das zeige ich euch jetzt auch wieder als Bibelcartoon. In der Zeit, als Maria mit Jesus schwanger war, hatte der Herrscher, der Kaiser, vor, alle Menschen in seinem Herrschaftsgebiet zu zählen. Dafür befahl er allen, in ihre Geburtsstadt zu gehen und sich dort in Listen eintragen zu lassen. Josef, Marias Mann, war aus Bethlehem und so mussten die beiden eine lange Reise von Nazareth nach Bethlehem antreten. Maria war hochschwanger. Sie kamen in Bethlehem an und suchten nach einer Unterkunft für die Nacht. Alles war schon voll und sie wurden immer nur abgewiesen. Einer der Gastwirte bot ihnen einen Stall für die Nacht an, weil sie nirgendwo anders unterkommen konnten. Als sie im Stall waren, kam Jesus zur Welt. Sie wickelten ihn in ein paar Kleidungsstücke ein und legten ihn in eine Futterkrippe im Stall. Einige Zeit bevor Jesus geboren wurde, gab es ein paar Gelehrte, die die Sterne erforschten. Sie lebten weit östlich von Israel, im Morgenland. Das ist im heutigen Mittleren Osten. Eines Nachts entdeckten sie eine außergewöhnliche Sternenkonstellation, die sehr selten ist. Nachdem sie ihre Bücher durchforscht hatten, fanden sie heraus, dass diese Sternenanordnung bedeutete, dass in Israel ein neuer, ganz besonderer König geboren wurde. Sie machten sich auf eine weite Reise, die sie zur Hauptstadt von Israel, Jerusalem, führte. Dort suchten sie den König, weil sie dachten, er hätte einen Sohn. Der König befragte seine Gelehrten, die sich mit der Heiligen Schrift, der jüdischen Bibel, auskannten und schickte sie weiter nach Bethlehem. Bald fanden sie Jesus mit seinen Eltern im Stall. Sie waren voller Freude, als sie ihn sahen und machten ihm wertvolle Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als die Gelehrten aus dem Morgenland beim König von Israel waren und sich über den neuen König erkundigten, sagte er ihnen, sie sollten ihm sagen, wo er ihn finden kann, dass er ihm auch Geschenke machen könnte. Aber in Wirklichkeit hatte er Angst um seine Macht und wollte Jesus umbringen. Die Gelehrten wurden von Gott durch einen Traum gewarnt und gingen auf ihrer Heimreise nicht noch einmal zum König. Josef hatte einen Traum. Er wurde von einem Engel gewarnt. Der jetzige König will Jesus umbringen. Fliehe mit Maria und Jesus ins Ausland. Das tat Josef. Er nahm Maria und Jesus und reiste nach Ägypten. Als sie Bethlehem verlassen hatten, schickte der König einige Soldaten nach Bethlehem und ließ jeden Jungen, der jünger als 2 Jahre alt war, töten. Josef, Maria und Jesus lebten in Ägypten als Flüchtlinge, bis der König gestorben war.